Ja, Leute, was geht? Es geht weiter hier mit Let's Play Star Wars Outlaws mit mir, den Pirates. Wir machen weiter. Ja. Wir müssen jetzt machen heute die Hauptquest weiter. In der Tushara Orbit. Schön, dass ihr wieder am Start seid übrigens. Und ja, mal schauen, was heute passiert. Übrigens, die Performance hat sich ja ganz schön verbessert, ne? Also, ich habe diese Ruckelprobleme nicht mehr. Ich meine, es ist mir bis jetzt irgendwie... So. Ist mir jetzt gerade aufgefallen, die Performance hat sich irgendwie ganz schön verbessert. Was ich sehr gut finde. So, was ist das hier? Wow. Bitte... Der ist ein Klo? Alter. Darf doch kein Gramm. Kein Gramm zu viel auf der Hüfte haben und nicht zu groß. Wie geht's, ND5? Du bist zurück. Gut, dann los. Dein Hyperantrieb ist offline. Oh, ja, dieser NAV-Computer löst das Problem. Kannst du ihn für mich einbauen? Na schön. Kaum möglich, ohne ihn eine Crew zu rekrutieren. Ach ja, die Crew. Ich kenne einen Droidenschmied auf Akiva. Woher bekommen wir den Rest? Jaylen hat eine Liste mit Kontakten dagelassen. Ich habe ihre Koordinaten berechnet. Wenn du deinen eigenen Droidenschmied rekrutieren willst, sage ich ihm das. Ansonsten gibt's da noch einen Schläger, den wir auf Tatooine anheuern können. Und eine Tresorknackerin auf Kijimi. Da würde ich anfangen. Aber die Entscheidung liegt bei dir. Okay. Kijimi Orbit. Wieso kann ich jetzt nicht rumfliegen? Alles gut. Koordinaten für den Hyperantrieb ein. Nein, sollst du nicht. Nein, 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 nein. Kann ich jetzt hier nicht rumfliegen? Warum nicht? Oh, weil das Spiel mal wieder meint, das muss dir was zeigen. Ach Mensch, ja. Springen wir. Ah, Mensch, juhu. Und wenn es jetzt gleich wieder fliegen kann? Auf der Flucht von Zirak Bertis Kay auf dem Tushara-Bruch gelandet, wo sie damit beginnt, sich in der Unterwelt einen Namen zu machen. Mit der Zirak Besh, Kopfgeldjägerin, Duell auf den Fersen, hat Kay sich für den Raubzug ihres Lebens unter Führung von Jaden Rex gemeldet. Zusammen sie, mit dessen Vollstrecker-Druiden ND5 müssen sie eine Crew zusammenstellen. Wes arbeitet nicht allein. Vor der Gründung von Zirak Besh hat meine Familie Schiffe gebaut. Wusstest du das? Nicht wirklich. Dieses Modell, die EML 850, sie ist unauffällig, praktisch unzerstörbar, perfekt für die Unterwelt. Aber auch sehr teuer. Allein die Durastahlpanzerung kostet ein Vermögen. Da war ein BX-Kommando. Andere Schiffe konnten dieselbe Aufgabe viel günstiger erledigen. Ich brauche nur mehr Zeit. Ich nahm dich, weil du eine der besten Jägerinnen im Outer Rim bist. Aber wenn ich dir sage, jemand brach bei mir ein und stahl eine der letzten EML 850 der Galaxis, dann glaubst du, sie arbeitet allein? Weißt du, was aus diesen Schiffen wurde? Zerstört. Umgebaut. Verschrottet. Verstehst du? Ich finde sie. Ich brauche nur... Also, das ist Kijimi, ja? Sieht kalt aus und dunkel.
Das ist unser geringstes Problem. Der Ashiga-Clan kontrolliert hier seit Jahrzehnten die Unterwelt. Aber jetzt schickt sich Crimson Dawn an, sie zu verdrängen. Dafür will Königin Ashiga sie vernichten. Tja, dann sollten wir die Tresorknackerin holen, bevor es dazu kommt. An. Was? Halt dich nicht so lange im Nebel auf. Da wimmelt es von Banditen und Gewürzschmugglern. Hey, das ist doch genau mein Ding. Oh, wo denn? Nicht. Neulinge fallen auf Kijimi schnell auf. Ich spreche mal mit meinen Kontakten. Ach, du Kacke. Ich schließe meine eigenen Kontakte. Wie du meinst? Oh. Ich bin Dornkreuzer gesichtet. Schilde online! Wir haben einen Gegner am Heck. Zum Dornkreuzer voraus. Mist. What the hell? Okay. Die haben krasse Schiffe. Also, das ist Kijimi, ja? Sieht kalt aus und dunkel. Das ist unser geringstes Problem. Der Ashiga-Clan kontrolliert hier seit Jahrzehnten die Unterwelt. Aber jetzt schickt sich Crimson Dawn an, sie zu verdrängen. Dafür will Königin Ashiga sie vernichten. Tja, dann sollten wir die Tresorknackerin holen, bevor es dazu kommt. Halt dich nicht so lange im Nebel auf. Da wimmelt es von Banditen und Gewürzschmugglern. Hey, das ist doch genau mein Ding. Sicher nicht. Neulinge fallen auf Kijimi schnell auf. Ich spreche mal mit meinen Kontakten. Vielleicht hat jemand Arbeit für dich. Ich schließe meine eigenen Kontakte. Wie du meinst. Okay. Oh, der Gegner. Ist er? Ganz ach, weg, ne? Alles dran. Ja. Und landen. Nice, cool. Boah, viel Nebel. Nice. Frank ist die beste Safe-Knackerin im Outer Rim. Ohne sie kommen wir nicht ins Liros Tresorraum. Und sie ist hochverschuldet bei den Ashiga. Dann sollte sie vielleicht ein paar Safes knacken. Ein Begrüßungskomitee. Begrüßungskomitee? Wie nett von dir. Das war ich nicht. Pass auf dich auf, Kay. Ich geh raus. Na gut. Wartungsmannschaft antreten. Hallöchen. Hallo, ich bin Kay Vess. Und ihr seid dann wohl vom Ashiga-Kartell, richtig? Wir sind ein Clan. Dein Schiff ist eine EML 850 namens Bahnbrecher. Unseren Informationen nach ein Schmuggelschiff. Oh, ihr habt von ihr gehört.
Naja, ich suche nur jemanden. Ihr Name ist Ankh. Was willst du von Ankh? Sie schuldet mir Geld. Ziemlich viel. Ich will es mir holen. Das ist gelogen. Du arbeitest für Crimson Dawn. Was? Nein, nein. Ich meine, wenn ich für Crimson Dawn arbeiten würde, wäre ich dann einfach so hier aufgetaucht? Schiffscan abgeschlossen. Nichts von Interesse. Heißt das, ich kann jetzt also gehen? Ich meine, ihr müsst schließlich Crimson Dawn-Spione finden. Du kannst gehen. Aber lüge uns nicht noch einmal an. Oh, ja. Werd ich nicht. Ehrlich. Okay. Danke. Der Ashiga-Clan. Okay, dürftig. Oh, mit denen muss ich mich auch mal ein bisschen besser stellen. Die Tresorknackerin. Okay. Hey, in die 5. Fürs Erste sind wir sicher. Gib ihm nur keinen Grund, das Schiff festzusetzen. Ich bin nicht zum ersten Mal auf Kijimi. Ja, gut. Ich sehe mich in der Kantine um. Vielleicht hat ja irgendjemand irgendwas von Ankh gehört. Ankh ist Stammgast im Doma-Refektorium. Das ist im Diebesviertel, nicht weit von dir. Ah, sieht aber nett hier aus. Sitzen. Hunger nix. Mal können wir wieder essen. Das könnte ich jetzt vertragen. Hallo, einmal die Duradan-Suppe. Okay, jetzt geht das wieder los. Das war ein Minispiel, ne? Schmecken die Larven? Larven. Ah ja. Die bei Star Wars haben einen sehr speziellen Geschmack. Was Heißes und Kaltes. Du solltest warten, bis es schmilzt. Halt still nicht. Zieh fester. So. Und geschafft. Alles gut, Kumpel? Gedrückt halten. Ja, dir geht's gut. Oh. Ja. Oh. So. Gut, du gewinnst. Hm, so gut. Das gibt's nicht auf Kanto. Bis dann. Hey Nix, Vorsicht beim Eis das nächste Mal. So, sehr gut. Haben noch was gegessen. Das passt. Alter, okay. Wieso? Ich habe nichts getan.
Du hast gegen die Ausgangssperre verstoßen. Das macht dich verdächtig. Ihr könnt doch nicht... Hey, meine Mutter ist krank. Ich muss zu ihr. Beweg dich. Los. Übrigens, sei in der Kantine vorsichtig. Da wimmelt es von Söldnern. Du willst dich nicht mit Leuten anlegen, die Blasterkanonen mit sich rumtragen. Naja, oder sie verkaufen mir vielleicht ein paar schwere Geschütze. Neue Information? Eine Söldnerin auf Kimji kann Kane Umgang mit schweren Waffen beibringen. Oh, ja, lass das machen. Ich möchte wissen, wie es mit schweren Waffen funktioniert. Komm schon, Nix. Vielleicht gibt es hier was Leckeres zu essen. Im Moment habe ich keine Aufträge. Wiedersehen. Jammer nicht. Nein, ich mein's ernst. Ich pack bald mein Zeug. Hier geht alles den Bach runter, seit die Königin das Imperium eingeladen hat. Früher hatte hier jeder eine Chance. Das Imperium wäre früher oder später sowieso gekommen. Aber dass der Clan sie einlädt? Also ich gehe nirgendwo hin. Kijimi ist mein Zuhause, weil es nichts anderes für mich gibt. Wie du willst. Aber sobald ich ein Schiff bekommen kann, bin ich hier weg. Das Letzte, das ich für dich tue. Also, hier ist der Code für das Tor beim Platz. Bitte um keine weiteren Gefallen. Das war's, ich werde dir nicht mehr helfen. Also frag es gar nicht. Code 13QWN. Hm? Oh, schon gut. Ja, das Tor, okay. Hm? Die Leute hier sind einfach etwas angespannt. Hey, hast du Ankh gesehen? Ankh? Schuldet sie dir etwa auch Kredits? Viel Glück. Warum? Was ist los? Naja, die Ashiga haben sie endlich geschnappt. Sie muss ein paar Millionen Kredits in der Fabrik abarbeiten. In ihrem Alter und mit den Schulden sitzt sie da lebenslang. Ha, das macht es kompliziert. Na, falls sie jemals rauskommt, sag ihr, sie hat noch eine Rechnung offen. Mhm. Hey, ND5. Anscheinend steckt Ankh in irgendeiner Fabrik der Ashiga fest. Ich schätze, ich werde ihr da raushelfen müssen. Wenn sie dich erwischen, sperren sie dich auch ein. Ah, hast du eine bessere Idee? Nein. Such zuerst nach einem Plan der Fabrik. Hacke eine Konsole in ihrem Bezirk und sieh zu, was du herausfinden kannst. Okay. Verzieh dich. Du hast hier nichts zu suchen. Hey, blöde Frage. Gibt's hier irgendwo eine Söldnerin? Sogar jede Menge Söldnerinnen, Kleine. Auch eine, die große Waffen mag? Genauer geht's wohl nicht. Aber red mal mit Rooster. Sitzt schon die ganze Woche da in der Ecke und starrt meine Kundschaft an. Wenn du sie herausbekommst, schulde ich dir was. Danke. Mhm, danke. Hm, ja. Hi. Ach, bist du Rooster? Hab gehört, du kannst mit Waffen umgehen, mit Lauten. Die meisten, die das hören, lassen mich in Ruhe. Tja, ich brauche etwas Expertise. Du? Bleib du mal schön bei deinem kleinen Blaster da. Hey, hör mir erstmal zu. Ich kann zahlen. Weißt du, ich bin raus. Das Imperium hat mein Schiff zerschossen, mein Arsenal konfisziert. Also sitze ich jetzt hier. Und ich will keine Gesellschaft. Ich könnte dir deine Waffen zurückbringen. Wo haben sie hingeschafft? Keine Ahnung. Hab sie markiert, aber den Empfänger musste ich in einem Asteroidenfeld abwerfen. Keine Chance. Tja, ich habe ein Schiff. Ach, du bist jung. Hast dein ganzes Leben vor dir.
Bei mir ist das anders. Lass mich einfach in Ruhe. Okay, ganz wie du meinst. ND, in diesem System gibt es ein Asteroidenfeld, richtig? Auf einer Schmuggelroute durch den Nebel. Weshalb? Ich glaube, es könnte da draußen was Interessantes geben. Okay. Eine Schmuggelroute. Nice, okay. Gut, das machen wir. Aber ich würde sagen, das mache ich dann nächste Folge mit der Soldatin. Ich muss sagen, cooler Planet, was ich jetzt gesehen habe. War ganz nett. Ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat und ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Würde mich wie immer sehr, sehr freuen. Bis dann. Haut rein. Peiser, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.